Willkommen zu einem neuen Video und heute wird es wirklich entspannend, da euch das Game Unpacking, welches ich euch gern unten in der Beschreibung verlinke, so sehr gefallen hat, weil das pure Entspannung ist, dachte ich mir, probieren wir Nainais Recipe aus, soll auch sehr, sehr entspannt sein, Nainais Rezept, da wird gekocht, ist ultra schön, entspannt und da haben wir Bock drauf und im Anschluss gibt es ein weiteres entspanntes Kochgame. Ich glaube, wir brauchen aber ein bisschen was zum Runterkommen, deswegen entspannt euch, holt euch einen Kaffee oder Tee, ein Wärmfläschchen, legt euch hin, schlaft währenddessen, entspannt oder hört es euch einfach nebenbei an oder schaut zu. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen und wenn ihr mal live dabei sein wollt, kommt gerne auf www.twitch.tv/live. Meine Community begrüßt euch auch wieder ganz arg herzlich und alle Subs und Co. lese ich nach diesem Video vor. So, ich würde sagen, wir drücken Start und gehen rein. Blub. Das Geräusch hat mir schon mal sehr gefallen. So. Das ist schon mal cute. Einfach so ein ultimativ entspanntes Game. Ich schaue mir das jetzt alles hier ganz genau an. Getting Over It. Ah, das von den Machern von Getting Over It. Das sind also die ganzen Spiele, die schon gemacht worden sind. So. So. Send. Wunderschön. Happy New Year, Nainai. Okay. Süß. Ich schreibe das Nainai. Oh, bestimmt gibt mir Nainai jetzt auch ein Rezept, das ich nachmache. Schon ist es meine Oma, oder? So, kann ich ihr noch was schreiben? Nee, sie schreibt noch. Happy New Year. Das ist bestimmt eine Oma, so langsam, wie die schreibt. Ist auch gar nicht böse gemeint. So, ich mach mal das hier. Sie kann sie jetzt zuspammen. Das mache ich jetzt mal. Was ist das? Huch, schreibt sie. Oh, süß. Das ist ein Orangenbaum. Ich habe ihn mir, vor Neujahr gekauft. Für das neue Jahr. Okay. Geh und koche, sagt sie. Okay, ich mach mal wieder Spam. Smiley-Spam. Ich liebe diese Geräusche. Okay, ich hätte auch gern so Geräusche an meinem Handy. Meine Mutter schreibt auch langsam. Okay. Ach, ich kann noch ein Bild machen. So, ich schicke das mal. So. Warum, why don't you just buy, warum kaufst du dich nicht einfach nur Orangen? Wie süß, sie schreibt dazu sogar, es ist witzig. Okay. Kann ich hier eigentlich auch selber was schreiben? Ah, I'm growing them for den, ich lasse sie wachsen für das Neujahr. Einer meiner besten Freunde hat gesagt, dass Orangen quasi ein Glück bringen. Gucken, was sie dazu sagt. So, sie typt. Boah, die braucht echt lang zum Schreiben. Sie antwortet auch gar nicht mehr. Ich schicke ihr doch mal einen Baum. Sagt sie dazu noch was? Nee, sie will nicht mehr mit mir kommunizieren. Okay, nein, möchte nicht mehr. Mein Akku ist auch fast leer. Jetzt nur die Frage, wie komme ich hier aus diesem wunderbaren Chat wieder raus? Hilfe! Okay. Dann ess sie nicht. Sie sehen eh nicht lecker aus. Okay. Die sind auch nicht zum Essen da. Ich glaube, dass wir von ihr jetzt das Rezept gleich bekommen. So. They're not for eat. Spammen sie wieder voll. Das ist schön. Okay. So. Dann kann ich jetzt wahrscheinlich ihr hier ein Foto von schicken. Was sagt sie dazu? Was sehe ich denn da überhaupt? So, welchen Tag haben wir heute überhaupt? Ich sehe es gar nicht. 25, 24. Sie sagt dazu auch gar nichts mehr. So, okay. Wir fangen also direkt an zu kochen, ne? Aber ich weiß überhaupt nicht, was. Also, wir haben einmal hier Ingwer, wir haben Garlic, wir haben ein bisschen Lauch, wir haben Tofu, Shiitake-Pilze. Oh, auf jeden Fall Pok Choi, Shiitake-Pilze. Ich mache jetzt eigentlich mal genau das Essen, was ich sonst auch aber mache. Das ist eigentlich genau das. Was ist das? Fleisch, Schwein? Nee, okay. So, ich glaube, wir können jetzt einfach anfangen, wie wir wollen, ne? Hastest du heute schon Lunch? Nainai, wie machst du dein Tofu mit dem Schwein? Ach, sie gibt uns die Rezepte, okay. Ich gucke aber gleich, ob ich auch noch was für mich selber kochen kann. Ist das cute? Das ist ja super cute hier gemacht. Oh, das ist ja voll süß. Und ich frage sie, wie ich kochen kann. So, sie gibt mir jetzt ein Rezept. Ich kann aber jetzt, glaube ich, auch selber entscheiden. Ich fange jetzt einfach mal an. Okay, schnipp.
Ich lieb. Oh, das ist so süß. Du kannst alles selber zubereiten, wie du willst. Chop. So. Ich kann auch rotaten. Das will ich jetzt aber nicht. Ich pack das hier schon mal rein. Und dann mache ich mir meinen Pok Choi-Li. So, chop. Eigentlich tue ich die Pok Choys eigentlich nicht pocken, sondern ich schneide da immer, oder Pak Choi, da schneide ich immer nur den Popo ab. Und dann packe ich die Sachen eigentlich, lasse ich die so längst dann immer am Leben und esse die. Aber lass uns mal gucken. So, noch ein paar Shiitake-Pilzis, das ist ganz wichtig. So. Shiitake-Pilze, Leute, ist einfach das Beste. Pilze generell. Ich werde nachher auch noch mal welche essen. Ist auch nicht gutes Spiel zu essen, wenn man Hunger hat, ne? Merke ich gerade. So, Pilzis. Dann machen wir noch den hier, den Lauchi. Ich sag euch, die wird so furzen heute Nacht. Pak Choi ist einfach geil. Oh, das ist so satisfying. Satisfaction Garrity. Ach, das Vogelgezwitscherchen. So, dann nehmen wir noch den hier. Vielleicht mache ich doch noch ein bisschen Fleisch dazu, aber ich glaube, das kann ich gar nicht mehr. So, okay, die kann ich jetzt alle einzeln nehmen. So. Hey, das ist so schön gemacht, ne? So, vielleicht ein bisschen Ingwer, aber nicht viel. Bam. So, okay. Dann, was haben wir hier? Nichts mehr. Dann kann ich es anmachen. So. Was sagt denn... So, hat sie schon was gesagt? Sie schreibt immer noch nicht. Weil ich wahrscheinlich gerade einfach was anderes koche, ne? Wie ich es will. Ist das süß, wie du das hier kochen kannst, ne? Kann ich hier auch noch ein bisschen Öl dazu packen? Oh, das ist so schön. Mein Gott. Es ist so schön, Leute. Oh, es ist auch nicht gut, das Spiel zu essen, also zu sehen, wenn man Hunger hat. Habe ich gesagt, zu essen, wenn man Hunger hat? Oh Mann. So, auf jeden Fall noch ein bisschen Sojasauce. Und noch ein bisschen Salz. Ich bin nicht so der Salztyp, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde Salz nicht so geil. Was gibt's hier denn noch alles? Oh, wir können auch Reisi kochen. So. So, noch ein bisschen durchknödeln hier, damit es schön durch wird. Hat Naina schon geschrieben? Nee. Naina ist, glaube ich, pisst, weil ich gerade selber was koche. So, wieder hinlegen. Rechts liegt noch was auf dem Teller. Eine Garlic, stimmt. Den Knoblauch vergessen. So. Der Knobi ist ja ganz essentiell, Leute. So, bam. Knobi. Naja, da beschwert sich die Community gleich. Hey, das sieht so schön aus. Schaut mal, wie das hier sich auch verändert. Das sieht echt cool aus. Oh, ich liebe das, wie sie das anfasst. Wie sich das anhört. So, super cute. Okay. Hört euch das Brutzeln an. Satisfaction Guarantee. Ich habe leider keinen Bock zum Kochen, nein. Ich find's geil. Aber nein. Sieht es schon fertig aus? Ab wann weiß ich eigentlich, dass es fertig ist? Na toll, jetzt kriege ich Hunger. Was glaubt ihr, wie das duften muss, Leute? Was glaubt ihr, wie das duften muss? Ich weiß noch nicht, ob es fertig ist, um ehrlich zu sein. Aber ein bisschen glaube ich noch. Sieht schon ziemlich fertig aus, oder? So, let's go. Oh yeah. Look at this. Okay, es sieht echt verbrannt aus, Leute. Das war... Oh Gott, ja! Es ist so hübsch! Es sieht so schön aus. Okay, also jetzt ein Chop. The Tofu into small squares, genau. Also ich sollte den Tofu nehmen. Die Scallop soll ich in Garlic Ginger, soll ich in Pieces schneiden. Öl soll ich zumachen. Fries, also Garlic and Ginger until brown. Also ich weiß ja, dass manche zum Beispiel echt extra, wenn sie kochen, zuerst die Zwiebeln, die müssen dann goldbraun gebraten sein. Dann kommt erst Paprika dazu und so weiter. Paprika zuerst, weil das braucht länger. Ich mache immer One Pot, alles auf einmal rein. Ich mache immer so random. Ich halte mich ganz ungern an Rezepte. So, dann ein bisschen Salz und dann Digifinity sendet mir Foto. Okay, die wird bestimmt sauer sein.
Aber egal, so bam. Sag bestimmt, dass es falsch ist. Ah, sieht so gut aus. Ich habe so Hunger. Ich würde es so gern essen. Schaut euch doch an, wie schön das aussieht. Mal gucken, was sie dazu sagt. Darf ich es jetzt essen? Und dieser kleine süße Fisch hier. Oh, ich esse es gerade schon. Ach, witzig. Not bad. Dann, ja. Ich habe davor aufgegessen. Der Reis muss aber auch noch gegessen werden. Ich mache jetzt nochmal mit dem Fleisch. Ich hab den Pork vergessen. Das Schweinefleisch. Schau, wie ich das reinmampf. Ist das süß gemacht. Mochtest du es? Ich nenne es. I call it warm. Oh, jetzt habe ich alles gefoodet. Ach, oh, ist das lieb. Ist es lieb. Es war mittelscharf. Es war warm, es war mittelscharf. Es war nicht zu salzig. Es war medium rare. Es war stir-fried. Und Tofu und Shiitake waren ganz arg toll. Und es war für zwei Leute. So, einfach mal irgendwas behaupten. Focus the phone. Ah, haha. So, wie geht es Opa? Ich wusste, dass es meine Oma ist. Naja, ich möchte noch unbedingt noch mal kochen mit Schweinefleischi. Nee, nee. Hau es, je je. Je je heißt der süß. Nein, nein und je je. Süß. Vielleicht mache ich heute noch mal Wok. Inspirierend. Könnt mir gerne euer Lieblings-Wok-Rezept in die Kommentare schreiben. Ich bin nämlich super unkreativ, was Essen angeht, muss ich ehrlich gestehen. So, ich würde jetzt auch gleich gerne noch mal kochen. Das hat Spaß gemacht. Und vor allem dann mal alle Rezepte, die drin sind, also alle Zutaten nehmen, auch das Schwein. Pork. Oh, ich habe in Australien so gut gegessen, Leute. Ich habe da echt, ich glaube, 5 bis 6 Kilo zugenommen. Da gab es immer diese leckeren Hot Buns mit Pork drin. Es waren so Teigtaschen mit Schweinefleisch und Soße. Oh Gott. Ihm geht's gut. Still doing his clipping thing every day. Okay. Kannst du mir noch ein weiteres Rezept geben, Nai Nai? Ich würde das gerne noch einmal machen, weil das so tiefenentspannt war. Aber süß, mein Händchen. Und deswegen, Leute, schreibt doch immer schön, er ist gesünder als ich. Bist du krank? Deswegen, denkt dran, immer schön mit Oma und Opa Kontakt haben. Und lernt von denen. Lernt von denen Rezepte. Sprecht mit denen. Besucht sie regelmäßig. Ich liebe Avocados, ja. Avocado ist einfach, ja, ich habe versucht, ein bisschen den Konsum einzustellen. Ist ja auch nicht so, als hätte eine nicht wenig Kalorien. Aber es schmeckt halt einfach zu gut, ne? Das Geilste ist Smashed Avocado-Brot mit Poached Egg. Na, nur meine alten Probleme, sagt sie. Die Vögelein zwitschern so süß. Ich habe auch keinen Opa und keine Oma mehr. Es geht mir gut. Mach dir keine Sorgen. Okay. Habe auf den Rezepten ein eigenes Kochbuch gestaltet. Genau, das ist voll süß. Das will ich auch noch machen von meiner Mama. Alle Rezepte lernen. Die hat zwar schon ein Kochbuch gemacht, aber die alle in einem Kochbuch so behalten, dass es einfach immer so weitergegeben wird, weil niemand kocht so gut wie Mama. Das kennt ihr doch sicherlich. Oder wie Oma oder Opa oder Papa. Deswegen nehmt euch das alles mit und lernt. Lernt davon. Benutzt nicht das Telefon, während du isst. Okay, so. Das hat sie recht. Ich bin zwar schon fertig, aber ich würde gerne noch mal kochen. Gut. So. Sie select a photo print. Ich kann jetzt ein Foto. Dann machen wir das. So. Oh, süß. Kann ich mir das hinhängen? Oh, süß. Das ist so lieb gemacht. Keiner kocht so gut wie, wie Mama, gell? Das finde ich auch. Keiner kocht so gut wie Mama. Thank you for playing day one. Day two and day three are still. VIP, weit oder gerade in der Mache. Ich würde aber gerne nochmal kochen, wenn ich darf. Okay. Ah, okay, es gibt noch. Okay. Jetzt haben wir auch ein bisschen was anderes. Nehmen wir mal die Paprika. Das, 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 das. Und ein Ding und Start. Pak Choi kann es auch nie genug geben. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Paprika ist ja übel gesund und so. Und ich esse auch gerne die rote. Aber ich kenne niemanden, der sagt, ich liebe grüne Paprika. Also niemand, der sagt, ja, gib mir die grünen Paprikas. Kenne ich niemanden. Geht's euch genauso? So, kann ich das nicht. Das, oh Gott, das muss ich. Kann ich nicht einfach das Brett nehmen? Doch, oder? Es ging doch gerade.
Ich würde eigentlich gerne das Brett nehmen. So, okay, machen wir es so, ist wurscht. Ach, kann ich nicht auch das Brett nehmen? Pick it up. Ach doch, da ging es gerade. Nee, nicht. Okay, egal, ich mach's so. So, wurscht. Ich liebe grüne Paprika. Echt? Doch, grüne Paprika sind mega lecker, wenn sie gefüllt sind. Die roten für Salat und gelben einfach so. Ja, also ich mag Ka Paprika auch. Aber ich würde jetzt nie von alleine sagen, ich schneide mir eine grüne Paprika und esse die. Okay, da bin ich wohl die Abartige von uns. Grüne sind mega. Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. So, die machen wir einfach so rein. Komplett mit Stumpf, mit allem. Egal, rein damit. So. Mach das einfach jetzt hier so Freestyle. Ich zerhack das einfach alles. Ist super cute, aber ich esse ganz schön viel Lauch. Die hat wahrscheinlich die gleichen Probleme wie ich, dass der Pansen einfach nur extrem gebläht ist. Kann euch gar nicht sagen, was ich für geblähten Darm hatte. Gerade in den ersten Tagen, die ich mitbekommen habe, ich mache eine 90-Tage-Sport-Challenge und ernähre mich sehr gesund. Und mein Bauch, ey, der war so schlimm gebläht, ich sah aus, als wäre ich schwanger. Also das war echt richtig, richtig übel. Mittlerweile geht's. Also mittlerweile bläht es nicht mehr so, aber gerade am Anfang ist es schon echt krass. So, oh, ich liebe Pilze. Es kann nicht genug Pilze geben im Leben, Leute. Wenn ihr keine Pilze mögt, dann gewöhnt euch das an. Und meine Schwester hat auch Pilze nie gemocht, bis sie die extrem geil mal knusprig gebraten hat, weil sie mochte diese lommeligen Pilze nicht. Dann habe ich ihr mal die Pilze so richtig knackig braun gebraten und dann fand sie es toll. So, okay. Dann mache ich ein bisschen Öl rein. Schön. Ein bisschen Sojasauce. Das mache ich auch ganz gern. Und das Beste, was ihr auf euer Essen machen könnt, ist Kürbisöl. Ey, das ist so lecker. Oder eine Kürbispesto. Das denkt man gar nicht, aber das ist so delicious. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, das kann ich sogar schwenken. Fupp. Mein Essen macht auch immer so Geräusche. Egal wie, Pilze sind eklig. Nein. Also komm. So richtig geil, knackig gebratene Pilzchen. Also ich finde zum Beispiel so Shiitake sind schon geil, aber ich mag zum Beispiel diese normalen Waldpilzchen am meisten. Ich habe schon irgendwann so viel Pilze gegessen, dass mein Freund gesagt hat, er macht sich Sorgen um mich. Pilze sind. Also Kürbisöl mag ich nicht so. Echt jetzt? So witzig, dass man so verschiedene Geschmäcker eigentlich hat, ne? Ich finde Lakritze ganz erschrecklich. Das ist immer so das Erste, wenn mich jemand fragt, was ich ekelhaft finde. Kürbismarmelade ist Hammer. Okay, kenne ich gar nicht. Ich schicke mal ein Bild. Schreibt meine Oma da zurück. Voll süß. Die schreibt doch immer direkt zurück. Das ist so süß. Soll ich meiner Mutter auch mal das schicken? Mal gucken, was sie dazu sagt. Ich schicke meiner Mutter mal die Pfanne, damit meine Mutter stolz auf mich ist und weiß, dass ich im echten Leben nicht koche. So. Aber im Game. So, mal gucken, was meine Mutter dazu sagt. Lakritze ist ekelhaft. Lakritze, ich hasse auch Lakritze. Wenn du zu viel Pilze isst, haben die Schlümpfe aber kein Zuhause mehr. Das ist mir egal! So, sieht wunderbar aus. Was sagt meine Oma? Wait, add oil before putting ingredients. Oh ja, sie hat recht. Sie sagt, ich soll zuerst Öl rein, bevor ich die Ingredients reinpacke. Da hat sie recht, das habe ich zu spät gemacht. Woher weiß sie das? Hat sie hier irgendwo eine Kamera und beobachtet mich? Okay. Marzipan finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Ich finde Marzipan eigentlich gar nicht so schlecht. Ist das satisfying hier? So, sieht doch fertig aus, oder? So. Bäm, so das ganze Öl, ey, schrecklich. Das ganze fettige Öl hier. Wie süß ich das rausschieben kann. Das ist so lieb gemacht, Mann. So. Reis ist wahrscheinlich eh schon ready. Also let's go. Oh Gott, das ist wirklich mein Essen. Look at this. Look at this. So. Mal gucken, ob sie stolz auf mich ist. Finish it. Schick mir ein Bild. Hab ich doch gerade.
Sieht gut aus. Dankeschön, ich weiß. Kann ich das jetzt essen? Voll süß, ist einfach immer nur das gleiche Essen. Ach, das ist so lieb gemacht. Ich würde mir gerne so ein Spiel wünschen, dass es so ein kompletter Lebenssimulator ist in dem Stil. Dann kommst du nach einem gestressten Tag nach Hause und spielst es. Auch diese Farben, das sieht alles so lieb aus. Ich habe gefinisht, ja. Habe ich eigentlich noch gar nicht. Wie lange machst du schon YouTube? Jetzt seit 1. April? 7 Jahre tatsächlich. Schon Wahnsinn, gell? Wie lang? Magst du es? Ich nenne es warm. Es ist eigentlich gar nicht scharf. Leicht salzig. Raw. Und Shiitake mit Salat für 2 Leute. Aber habe ich eigentlich. Oh, ich hätte auch mal gerne. Ich würde gerne mal Sushi machen oder so. Oder Fleisch nochmal. So. Hat der hier gerade gekleckert? So, fertig gegessen. Wunderbar. Focus on the phone steht hier. Schreibt aber gerade keiner was. Meine Oma ignoriert mich. Jetzt würde ich sagen, tun wir das Essen hier auf jeden Fall printen und packen das hier hin. Hopp. Oh, es ist schön. Ich hasse Fenchel. Fenchel habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. So, nächster Tag. Was gibt's denn? Oh, Fleisch. Ey, ganz ehrlich, wenn mein Kühlschrank so aussehen würde, wäre ich glücklich. Ihr hättet ja wirklich immer nur das im Kühlschrank, was es am nächsten Tag auch gibt, ne? So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee. So, nehmen wir wieder Paprika. Das ist gesund. Wie gesund die auch ist, ne? Das ist ja. Fühlt man sich ja richtig schlecht. Das ist ja der Wahnsinn hier. So, bip. Sogar den Strunk, der wird also alles mitgegessen, Leute. No excuses. So, sehr schön. Bam. Haben wir hier noch ein bisschen was? Ich würde tatsächlich jetzt den echt mal nur hier einmal so. Einmal, warte, ich leg den mal kurz anders hin. Dass ich den wirklich so wie ich ihn esse. Bam. So. Und dann nehme ich das und schmeiße es rein. Und das kommt dann hier hin. Weil so mag ich den. Dann habt ihr nämlich so geile lange Streifen. Bam. Und die Pilze. Eigentlich lasse ich die Pilze meistens auch voll, so wie sie sind. Ich schneide die jetzt einfach nur mal so in Viere. Ich sag euch, Leute, nachher gibt's Pilze. Ihr werdet es in meiner Instagram-Story sehen. Oh, verdammt, ich habe das Öl schon wieder vergessen, ne? Ist aber auch nicht so leicht hier. So richtig dicke Knobizee. Und jetzt das Fleisch, Leute. Das Beste vom überhaupt. Das Öl wirklich vergessen, ne? So. Ich muss aber sagen, ich benutze zum Beispiel auch nur noch Kokosöl. Oh, lecker. Ist das eine Salami? Ist das eine Salami? Ii. Was ist denn das? Es ist egal. Es kommt einfach rein. Oh, das ist Fisch. Das ist Fisch. Oh nein, das habe ich voll gekleckert. Scheiße. Nein. Es muss jedes kleine Pitzelchen muss rein. So. Ich will dieses Stück Fleisch hier noch. Oh nein, ich komme da nicht mehr ran. Das stresst mich jetzt. So. Schicken wir noch mal meiner Oma ein Bild. So. So, jeden Tag gibt es nur Food. Ich will dieses Stück Fleisch an der Seite. Das stresst mich. Boah, aber in Australien, da hatten wir auch so einen Gasherd. Das war so mühsam, weil ganz oft dann irgendwelche Fleischstückchen hier unten hingeflogen sind und total verkokelt sind. Das war anstrengend. So. Volle Leistung. Ich würde sagen, ein bisschen Sojasauce. Aber nur so ein bisschen, dass nicht jedes Mal so viel ist. Und ein ganz bisschen Salz. Ich benutze ja gar kein Salz. Ich benutze nur noch die Sachen von Just Spices. Wahrscheinlich ist es halt auch salzig, natürlich. Aber da hast du immer so ein bisschen anderen Geschmack. Das Hähnchengewürz auf Hähnchen machen von Just Spices, das ist schon edel. Muss ich schon sagen. So. Noch ein bisschen schwenken. Oh, ich habe so Hunger. Es tut mir so leid an alle, die gerade irgendwie nicht essen können. Ich fühle es. Ich habe auch Hunger. Ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot. So, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Oh, diese Geräusche.
Vegetarisch oder vegan? Nee. Also ich würde sagen, ich esse sehr oft vegetarisch, manchmal auch vegan an manchen Tagen. Ich esse aber auch manchmal ein Hühnchen oder manchmal einen Fisch. Aber jetzt so, dass ich sage, dass es halt zweimal die Woche vorkommt. Ansonsten eigentlich echt schon sehr oft vegan. Ich habe sehr viel vegane Produkte, die ich echt auch richtig gut finde, dass ich das Fleisch zum Beispiel gar nicht vermisse. Aber ich wechsle da immer durch. Gerade auch durch die 90-Tage-Challenge ist es halt manchmal echt schwer, sonst sein Eiweiß irgendwie zu sich zu bekommen. Genau. Und ich liebe halt auch so ein gepoachtes Egg. Das ist halt schon sehr edel. Ich glaube, dass es fertig ist. Der Pak Choi sieht aber auch noch nicht so durch aus. Egal. Ich bin damit glücklich. So. Bäm! Jetzt kann ich wieder mit meinen süßen Stäbchen hier so nachhelfen, ne? So richtig süß. So, wunderbar. So viel Öl, ey. Ich sollte weniger Öl nehmen. Ist ja schrecklich. Oh, das sieht so nett aus. Oh, Pudding, sie sagt schon wieder, ich soll Öl machen, bevor ich die Zutaten hinzugebe. Das Image ist fun, sagt sie. Sie fragt es wahrscheinlich, glaube ich, ihr ein Bild schicke. Deswegen mache ich es jetzt mal noch nicht. So, jetzt. Finish, send mir ein Bild. Ey, das ist so süß, wie die beiden kommunizieren, Leute. Kommuniziert mehr mit euren Liebsten. Schickt ihnen euer Essen. Und wartet ab, was sie sagen. Was ist das denn, sagt meine Mutter. Das habe ich gekocht. In einem Game. Bist du stolz auf mich? Okay. Looks good. Ja, finde ich auch. Ich habe gefinished, ja. So. Danke für die ganzen Subs, die lese ich jetzt dann gleich nach der Aufnahme vor. Ich lese sie im Prinzip jetzt schon, ich kann nur nicht gerade drauf reacten. Taste good. Ja, ich nenne es nicht scharf, nicht so salzig, rare, Beef, Tenderloin with Bell Pepper, Salad, Salad. Zwei Leute. Lustig, wie ich das immer beschreibe. Ey, der Reis. Oh, ich liebe Reis so sehr. Ich liebe Sushi-Reis so sehr. Ich könnte mich an Reis wirklich tot essen. Oh, süß. Bin neu in deinem Live, kannte dich durch TikTok. Wollte ich mal angucken bei Twitch. Das ist ja witzig, dass jemand durch TikTok hierher kommt. Hallo, das ist ja ulkig. So. Es war gut. So, aufgegessen. Sushi-Reis hat aber viel Zucker. Ich weiß, deswegen darf ich es ja gerade nicht essen. Not bad. Sagt sie dazu nicht schlecht. Dann, ja, sieht man doch. Ja. Ich schicke so 10.000 Bilder. Es geht nur um mein Essen. Kann ich nicht mal ein Selfie machen oder so? Oder ihr Bild anschauen? Ja, aber direkt sympathisch. Oh, süß, Dankeschön. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich gefunden habe. Ich glaube tatsächlich, die meisten, die auf Twitch sind, kommen von YouTube, oder? How does it taste? Habe ich doch gerade gesagt. So, ich glaube, ich bin zu schnell. Das ist das Ende der Demo. Danke fürs Spielen. Oh. Ey, ist das so süß. Bitte bringt Nine-Eye-Recipes raus. Bitte, 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 bitte. Ich möchte dieses Spiel unbedingt weiterspielen. Und ich möchte noch ganz viele geile Rezepte kochen. Deswegen möchte ich davon noch mehr sehen. Aber ich habe ja noch ein weiteres Game für euch und da gehen wir jetzt hin. Und wir kommen zum nächsten Game. Irori, ich muss gerade richtig lachen. Ich habe das Spiel gerade gespielt, bin schon übel abgegangen, während ich noch im Chatting war. Bedeutet, meine Community hat nur mein Gesicht gesehen und gar nicht gewusst, was ich da eigentlich gerade mache. Jedenfalls ein sehr schönes Spiel. Wir sind Chefkoch auf einem oder in einem Zug und bereiten übelst leckere Sachen zu. Ich finde schon die Stimmung mega schön, hat was von Among Trees und ist auch eine Demo und ich hoffe, da wird auf jeden Fall weitergemacht. Deswegen gehen wir jetzt rein und dann versteht jetzt auch meine Community, warum ich es hier gerade so toll gefunden habe. Also, willkommen zum Express Train. Ich bin quasi in dieser Kabine Chefkoch und ich finde hier alles, um quasi das Essen herzustellen. Wir haben einmal Schweinebauch, wir haben Drachenfeigen, wir haben Fisch, wir haben Sweet and Sticky from the Emerald Forest. Ich glaube, soll sowas wie Harz sein. Und wir haben Shiitake Mushrooms. Wir sollen die größeren Stückchen auch auf jeden Fall zerschneiden. Und jetzt klingelt's. Was für ein Timing heute, ne? So, und wir haben Shiitake Mushrooms und wir sollen die größeren Stücke alle schneiden. Genau.
und ist unser erster Tag. Kann ja nur gut loslegen. So, warum ich vorhin so abgegangen bin und ihr es nicht gesehen habt, ich kann hier einfach übelst geile Sachen machen. Und zwar werde ich jetzt diese tollen Pilzchen hier hinlegen und das absolut Tollste ist, ich kann die jetzt spießen und kann die hier hinlegen. Ey, was würde ich geben für so einen wunderbaren Spieß jetzt? Ich weiß, alle, die Pilze nicht mögen, denken sich so, keine Sorge, für euch gibt's auch gleich was. So. Oh, das sieht so nice aus, Leute. Schaut euch das an, wie die hier abgehen, die Pilze. Die drehen richtig durch. So, verbrennen die eigentlich oder warum wird es so schwarz? Oh, der ist schon fertig, so. Look at this. Schaut euch an, er glitzert sogar. So. Hi there. Du bist also der Chef. Mein Name ist Elotte. Elotte Imani. Ja? Ein schön, dich hier zu treffen. Okay. Ich habe etwas sehr, sehr Gutes gerochen, als ich hier hergekommen bin. Ein Abenteuer folgt. Aber mein Magen ist leer. Bitte, ich brauche Essen. Ich bin sehr hungrig. Das letzte Mal, als ich gegessen habe, war vor einem Tag. Oh nein, ist ja schrecklich. Sein something to feed me. Hier. Oh, das riecht ja sehr gut. Oh Gott, ich muss richtig loslegen hier, ne? Weil ich glaube, ich brate es jetzt erstmal. Nee, ich muss es choppen. Ich mache also einfach nur Spießchen. Das riecht ja super. Okay, ja, ich weiß. So, okay, ich muss choppen, Leute. Yes, ich choppe so richtig mit Gefühl. Okay, ich muss es wieder erst hier... Ich mache noch ein bisschen Fisch auch drauf. So, obwohl Fisch und Pork ist eigentlich nicht so geil. Oh, den haue ich ja einfach zusammen, den armen Fisch. Und wir nehmen noch davon ein bisschen was. So, let's go. Bam. Halt. So. Okay, das kann ich gerade nicht. Ich fühle, dass meine Stärke wieder zurückkommt. Das ist mein erstes Mal auf den Zug. Ich glaube, mein Baby-Brother würde es hier mögen. Es ist so blöd, dass Elon krank ist. Er ist schon eine Weile krank. Okay, kannst du aufhören, mich voll zu labern? Ich muss mich gerade konzentrieren. Ich kann das nicht spießen. Also ich spieße jetzt mal zack, zack und zack und pack das hier drauf. Ich glaube, ich muss gerade einfach nur gucken, dass ich hier irgendwie überlebe, während der jetzt mich hier voll labert. So. Okay, drauf damit. Wo habe ich es jetzt hingepackt? Wo ist der Spieß? So. Es muss auf jeden Fall so sein. Also jetzt, wo ich etwas essen hatte, fühle ich, dass meine Stärke wieder zurückkommt. Ich möchte jetzt gern etwas Süßes haben. Oh, etwas Süßes. Ich schaue nach etwas Süßem. Oh, jetzt habe ich ihn aber was Falsches gegeben. Ne? Das war nicht süß. Das war juicy. Ups. Aber es war nicht so süß. Ich möchte etwas Süßes. Vielleicht wie ein Dragon. Ah, okay, er will die Feigen haben. Okay, okay, entspann dich. So. Okay, okay, okay. Jetzt wird er auch noch hier penibel, ey. Was soll denn das? Chop. So, er will Feigen haben. Okay, du kriegst jetzt eine Feige. Und du kriegst auch gleich eine Ohrfeige. So, let's go. Okay. Ja, ja. Oh, hey, Chef, es brennt. Ja, ja, entspann dich. Ey, der kommt her und stresst nur. So. Gibt gleich eine leckere Feige hier. Hey, wie Bock hätte ich jetzt auf so eine geile, gedünstete Feige. So, wie lange braucht denn das, bis es fertig ist, verdammt. Oh, jetzt ist es fertig. Hier, bitteschön. So. Something sweet. Was ist jetzt dein Problem? Boah, das muss ich jetzt aber richtig schmecken, oder? Oh, ich muss wirklich sagen, dass der Haushalt nicht dasselbe ist, was es einmal war, seit dem Geburtstag meines Bruders. Mutter und Vater don't adventure with me anymore, also beachten mich nicht mehr. Ach so, das soll ein Kind sein. Kannst du bitte über einen anderen voll labern? We are approaching Glen Meadows Stadium. Okay, wir erreichen quasi Glen Meadows Stadion. For passengers that are journeying to the Emerald Forest, please all alight at the stop. Also, sie sollen jetzt quasi aussteigen. Ah, das ist mein Stopp. Das war jetzt aber schnell. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst vor draußen. Es ist sehr regnerisch und dunkel. Aber wie auch immer,
Ich wollte dich nicht weiter nerven. Okay. As such, I decided that I won't be needing my family ring anytime soon. Here, take it. Was? Er braucht seinen Familienring nicht mehr. Ich kann ihn haben. In return, I would appreciate 3 of your best skewers for my lunchbox. Also in return, dass ich den Ring bekomme, möchte er die 3 besten Spieße für seine Lunchbox. Ich vertraue dir. Also gib mir was. Ich brauche Nutrition. Okay. Los, beeil dich. Ich darf den Stopp nicht verpassen. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, jetzt muss ich in seine Lunchbox hier auch noch. Hey, das würde ich auch so gerne, dass jemand mal für mich eine Lunchbox macht. Ja, da hätte ich so Bock drauf. Aber nein, ich mache das immer selber. Aber Leute, wenn ihr Bock... Was für eine schöne Lunchbox der hat, ey. Kann ich die nicht shoppen, die Pilze? Okay. Wir machen aber auch noch einen Fisch rein, oder? Let's go. Packen jetzt alles rein. Und der steht ja auch auf Feigen. Deswegen, da wird jetzt der ultimative Spieß gemacht. So, Beb... Bam, bam. So, oben. Boah, Leute, wie hätte ich da Bock drauf auf diesen geilen Spieß. Oh, ja. Look at this, ey. Oh nein, ich habe den Spieß weggeschmissen. Ich bin so dumm. So. Habe ich den selber gegessen? Scheiße. Brauche noch einen Pilz. So, jetzt. Okay, let's go. Da verbrennt gerade was, ne? Da verbrennt gerade was. Oh, verdammt. Den kann ich ihm aber nicht geben, ne? Oh, die sind beide verbrannt. Dann mache ich ihn den hier rein. Den braten wir nochmal neu. Das geht so schnell. So. Keine Sorge. Ich habe alles im Griff. So. Es verbrennt schon wieder, sagt er. Ja, ja, ist alles gut. Du kriegst den anderen Spieß, den es da schon gab. So. Wann glitzert er endlich? Los, Glitzer! Glitzerspieß, Glitzer! Er glänzt noch nicht. Muss auch immer aufpassen, dass sie nicht verbrennen, ne? So, jetzt haben wir noch einen. Und ich mache noch schnell einen Alibi-Spieß, weil ich den jetzt verbrannt habe. Ich mache jetzt einfach mal nur Mushrooms. Die sind eh die geilsten. Bam, bam, bam. So. Oh, wie saftig aussieht. Rein in die Box. Boah, ich darf dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich habe so Hunger. Es ist zu cozy und Essen ist einfach geil. So. Ich muss es immer wieder runternehmen, ne? Dass es nicht zu sehr verbrannt. So. Bitte, Pilz, fang an zu glitzern. Jetzt. So. Warte mal, ist das Fisch? Oh mein Gott. Weißt du? Ich glaube, ich könnte ein guter Abenteurer werden. Natürlich sind da Dinge, die nicht funktionieren werden. Aber ich kann ich komme damit gut zurecht. Wenn jemand nach Ella und Emay fragt, war ich nicht hier, okay? Vielleicht sehen wir uns wieder. Ich werde auf jeden Fall wieder nach Hause müssen. Tschüss. Tut mir leid für alle Leute, denen ich gerade Hunger mache. Oh, er hat mir ein Geschenk hinterlassen. Süß, was steht denn da? From deep within Emerald Forest, I'm writing to announce that I'm officially full-fledged adventurer. After searching for a few days with the help of some fellow adventuring and a rather rough-skinned old-looking person. Ach, das hat er mir geschrieben. Oh, das ist aber süß. Gib mir mal kurz das hier. Was ist das? Oh, neue Recipes. Vielleicht wird das neues Kochen? Geil. Boom. Okay, kann ich das irgendwo hinpacken? Oder dreht sich das jetzt einfach nur? Flip. Ach, das ist ja süß. Das ist aber lieb. To be continued. Oh, das war's schon. Nein, ich will weiterspielen. Das war so toll. Geiles Game. We are early stages of development and would love to grow the game with your input. We have prepared a short survey for you. Also du kannst quasi eine Umfrage machen. Oh, ich kann da gar nichts zu sagen. Das Spiel war einfach süß. Bitte macht Nai Nai und Irori fertig. Ich werde es definitiv spielen. Und ich möchte es spielen. Es ist super süß, es ist super cute. Und ich bin super satisfied und super hungrig. Falls ihr weitere solche entspannten Games kennt, dann bitte, bitte empfehlt mir diese. Ich werde sie definitiv spielen. Und freue mich sehr, das mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr seid entspannt und hungrig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerade esst. Let's go. Und jetzt raus.
Mm-hmm.